Der als Osterruhe bezeichnete vierte Lockdown in der Ostregion ist gestern verlängert worden, und zwar bis zum 18. April. Wie es danach weitergeht, das bleibt vorerst ungewiss. Wie die Lage auf den Intensivstationen derzeit aussieht, darüber spreche ich in Kürze mit Walter Hasib-Eder, dem Präsidenten der Gesellschaft für Intensivmedizin. Davor ein Überblick über die jüngsten Entwicklungen. Was hier passiert, bestimmt in dieser Pandemie gewissermaßen alles andere. Viele Intensivstationen im Osten Österreichs stehen derzeit kurz vor der Überlastung. Wien etwa hat über Ostern einen neuen Höchststand an Covid-Intensivpatienten erreicht. Im Westen des Landes ist die Lage vergleichsweise entspannt. Die Maßnahmen der Politik bleiben daher regional. Die Landeshauptleute von Wien, Niederösterreich und dem Burgenland haben sich in Abstimmung mit uns als Bundesregierung darauf verständigt, den Lockdown bis zum 18. April zu verlängern. Auf den Straßen Wiens trifft das zumindest großteils auf Verständnis. Ja, ich habe keine andere Wahl. Dieser unsichtbare Feind, auf den muss man aufpassen, oder? Schlecht, finde ich nicht gut. Weil? Jetzt muss man langsam ein bisschen wieder aufgelockert werden, ganz ehrlich. Vielleicht zu wenig. Eine zusätzliche bis Ende April werden wir benötigen, damit wieder die Krankenhäuser ein bisschen mehr Luft haben. Luft zum Atmen sollen dennoch bald auch wieder Kultur, Sport, Tourismus und Gastronomie bekommen. Zu den Öffnungen. Ich würde sagen, ab Mai ist das realistisch. Wann wird davon abhängen, immer noch, wie sich die Infektionszahlen entwickeln. Eine Kommission soll die Öffnungsschritte vorbereiten. Erste Details dazu soll es in 2 Wochen geben.